Weiter geht's mit Mario Kart Arcade GP. Diesmal spiele ich mit Blinky und seinem Flugzeug, weil ich die Bowser-Strecke sehr schwierig in Erinnerung hatte. Und ja, hier anscheinend, also würde ich jetzt behaupten, oh, jetzt kann ich von Anfang an meine Items auswählen. Was nehme ich denn da mal? Auf jeden Fall das. Was ist das? Nee, das ist sinnlos. Dann nehme ich noch das OP-Item. Und dann noch so wie immer den Magnet. Schöner Hintergrund. Ist halt leider sehr verpixelt. Sonst könnte ich den auch als Thumbnail benutzen. Leckt das gerade? Hat sich irgendwie so angefühlt. Ich sehe leider nicht, wie viele Frames ich habe. Weil ich im Vollbild spiele. Und Vollbild halt die. Ich weiß leider nicht, wie man es nennt. Aber da gibt es einen Begriff für. Die Fensterleiste. Man nennt das sicher nicht Fensterleiste, aber. Die Leiste halt, die oben am Fenster ist, verdeckt. Beziehungsweise nicht verdeckt, sondern einfach nicht anzeigt. Und ich sehe schon, das wird sehr schwierig. Ich habe nur Angst, dass es Ausmaße wie in Teil 1 annimmt. Wo ich mit Safe States hier bestimmt eine Stunde dran saß. Aber es sieht stark danach aus. Oh Mann. Und das Ding kann nicht mal zielen, sehe ich gerade. Da ist es vielleicht auch nicht mal so gut. Aber ich kann dafür zielen. Lol. Ja, das war dumm eingesetzt. Aber jetzt weiß ich wenigstens, warum Nintendo ihre Strecken beim Spiegel Cup nicht rückwärts fahren lässt. Also warum die da nicht rückwärts sind. Weil es genauso aussieht wie hier. Weil die Strecken dann genauso kaputte Kurven hätten. Wie zum Beispiel diese Kurve hier. Wie soll ich das schaffen? Na toll. Ja gut, das wird nichts mehr, ich hab's schon eingesehen. Vielleicht ist Blinky doch nicht mal ganz so gut. Ich glaube, ich fokussiere mich jetzt eher auf die Münzen statt auf den, keine Ahnung, zweiten oder dritten Platz. Ja, es wird eh nichts mehr. Aber ich hab schon anscheinend alle Münzen. Und wir sehen uns dann, wenn ich es geschafft habe. Weiter geht's mit Mario Kart Arcade GP. Ich habe eine Zeit lang Pause. Also ich habe einen Part unterbrochen. Ich weiß nicht, inwiefern ich das jetzt zusammengeschnitten habe. Und das Power-Up für das Tod Card habe ich gerade bekommen. Das wusste ich aber schon, weil ich kurz angespielt hatte. Bis ich dann gemerkt habe, dass wie der Part verwirrt. Also dass ich ja in diesem Part weitermachen muss. Ich nehme mal neue Items. Aber was? So, auf jeden Fall den Magnet. Und dann noch ein paar rote Items. Ja, warte, ich nehme diese Special Items. Gut. Und das Bild sieht cool aus. Ich hoffe mal, dass es auch was wird. Nicht, dass ich jetzt am Failen bin. Weil ich wie immer mal eine längere Pause hatte. Die Turbostadt kann ich noch. Aber wie trifft man? Gell, so.
Zack. Au. Auf dem Rückweg ist die Abkürzung gar nicht mal so gut, oder? Wobei doch hier ist sie ganz cool. Zack. Au. Oh Mann, bin ich schlecht. Mit der Abkürzung kann ich vielleicht noch was reißen, aber... Ist da unten irgendwie ein Fehler? Das sieht aus, als wären da Itemboxen. Ach nein. Er hat sich vor allem selber getroffen. So, was ist dann halt lächerlich. Gut, Vierter. Beziehungsweise schlecht Vierter. Ach, das sind Itemboxen und solche Münzen. Seltsam. Ich kann mich nicht erinnern, dass da Itemboxen gewesen wären. Hä? Und er hat einfach drei Bananen. Krank. Also, ich bin ja Sechster. Ah, den Magnet hätte ich mir aufheben sollen. Oder reicht der bis da unten? Ja. Na, dann geht's ja. Ich habe das Gefühl, es wird nichts. Wobei, ich habe noch eine Runde. Kann ich eigentlich noch was reißen? Ah, na komm. Auch nicht. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich noch so gut aufholen kann. Okay, das ist ohne Ziel. Peach hat aus irgendeinem Grund drei Bananen und ich krieg die Abkürzung diesmal nicht. Okay, das könnte knapp werden. Jetzt bin ich gerade Erster, aber das muss ich erstmal halten. Oh Junge, das war echt knapp. Aber habe ich noch ganz gut rausgerissen. Ich hätte echt nicht damit gerechnet, dass ich jetzt gewinne. Aber anscheinend doch. Bowser Shell wie ein Double Dash, das wäre cool. Aber ich glaube, so OP ist es nicht. Was ist. Okay, OP war es jetzt auch nicht. Ein Double Dash, aber. Das war auf jeden Fall cool. So, Runde 3. Ne, diesmal nehme ich nicht diese Items. Mit dem bin ich einverstanden, aber. Ich switche zu den Hasenohren, weil die halt recht nice sind. Es gibt wieder nichts zu gewinnen, schade. Es gibt schon was zu gewinnen, aber... Und es war zu früh. Ja, fast. Man darf ja erst bei 1 drücken. Habe ich auch schon. Habe ich aber schon bei 2 gedrückt. Deswegen gab es diesmal leider keinen Turbo-Start für mich. Oder Raketenstart, wie er eigentlich heißt. Also das war aber ein ziemlich guter Anfang von den. Von den Münzen her. Aber die sind alle so weit weg. Okay, diesmal kann ich bei keiner Abkürzung so stark punkten. Könnte also sehr knapp werden, und mit sehr knapp meine ich, dass ich verliere. Ich habe wenigstens noch ein paar extra Coins, bevor ich dann nochmal spielen kann.
Was ist das für ein Drift gewesen? Bin komplett aus der Kurve geflogen. Ich krieg's nicht mehr einen Peach zu überholen, das ist schon lächerlich. Die haben einen riesigen Abstand. Nur weil ich den Turbostart verkackt habe. Das gibt's doch nicht. Nervt es nicht. Gut, die HSN-Ohren sind OP. Von daher brauche ich mir im Peach keine Sorgen mehr machen. Warte, da vorne sind sie. Okay, aber in der letzten Runde wird es nichts mehr. Da kann ich ja gleich mal Toad nehmen. Mit dem habe ich ja ein neues Kart bekommen. Und das ist. Der hat die gleichen Stats wie Mamechi. Von daher. Ist der wahrscheinlich nicht so schlecht. Und dann bis gleich. Piss dich, Pac-Man. Piss dich, Pac-Man! Du dummer Lappen! Fuck! Du Mannsünder, Alter. Scheiße, Junge, was war denn das? Was wollt ihr denn alle mit diesen scheiß Sticks machen? Nein! Das passiert gerade nicht wirklich. Das passiert gerade nicht wirklich. Willi? Willi? Ja, es ist schon mal eine Verbesserung. Ja gut, das hat ein bisschen gebraucht. Ich glaube der dritte, also vierte Versuch insgesamt. Und einmal habe ich aus Versehen den Yoshi Cup genommen, da musste ich dann nochmal verlieren. Das war schon ziemlich failhaft. Aber was soll man machen? Was soll man machen? Ich habe jetzt auch alle Verbesserungen für die Cards frei. Gut. Ja, und jetzt noch die letzte Runde und dann. Und dann geht's in den letzten Cup. Glaube ich zumindest. Ich habe mir gedacht, dass ich vielleicht bis nächstes Mal alle Items noch freischalte. Oh, ich habe jetzt für Toad alle. Als ich angefangen hatte Toad drei Items und jetzt hat er einfach alle. So schnell kann es gehen, wenn man ständig verliert. Ja, wie gesagt, ich glaube, ich werde mal versuchen, alle frei zu bekommen. Mal schauen. So, bei dem Turbostart kann man auch die ganze Zeit drücken und dann bei der 1 loslassen und nochmal drücken und dann macht man auch einen Turbostart, habe ich gerade rausgefunden. Also es ist irrelevant, wie stark der Motor aufgeladen ist. Es kommt nur darauf an, wann man Gas drückt. Ist ja bei den normalen Mario Kart Teilen anders. Oder zumindest bei den neueren. Bei den älteren weiß ich es nicht. Was hier diese Kurve angeht. Was hier diese Kurve angeht, kann ich das mittlerweile eigentlich ganz gut. Also da am Ende dann. Ich glaube, ich habe da so einen kleinen Trick raus. Wie ich da gut rumkomme. Au, das war gemein. Das war gemein, Karl. Oh, schade. Und zwar springe ich. Ich will es bitte mal zeigen. Hallo. Beim ersten Mal konnte ich es nicht zeigen, weil das so viele Fahrrad tut fahren, beim zweiten Mal kann ich es nicht zeigen, weil ich in die Luft geschleudert werde. Vielleicht geht's ja jetzt. Ich muss erstmal einiges aufholen. So gut, ich habe Magneten, dann muss ich dann nicht außen rumfahren, um die Münzen zu bekommen. So, das müssten alle Münzen sein, ne?
Sticks. Auch im letzten Rennen. Ne, da fehlt noch einer Coin. Ah, jetzt hab ich's nicht gezeigt. Auch im letzten Rennen, da hatten die alle irgendwie diese Sticks. Die haben mich ständig damit geschlagen. Ich konnte ganz schwer nur überholen. Weil diese Sticks eigentlich ziemlich OP sind. Zumindest hier auf so engen Strecken, wo man kaum überholen kann. Ohne mit einem zusammenzufahren und die so viele Kurven hat. Es ist wieder genauso wie letztes Mal. Ich denke, ich werde das auf so eine Compilation zusammenschneiden. Schnell Sticks geschlagen werde, so im letzten Rennen. Weil das eigentlich ziemlich lustig war. So, letzte Runde jetzt. Und die Hasen retten mir den Sieg. Das ist doch schön. Oder? Letzte Mario kann auch noch, aber jetzt kann ich es nicht zeigen. Ich schneide es rein, wie man die Kurve gut nimmt. Vielleicht habe ich es in der vierten Runde gezeigt, ich weiß es nicht. So, das muss es jetzt gewesen sein. Das Challenge Game gibt es noch, aber... Oh nein, das Challenge Game. Also die Challenge Stage, um genau zu sein. Da erinnere ich mich dran, das hat beim ersten Mal nicht so gut funktioniert. Vielleicht weiß ich mittlerweile, wie man springt. Ja, ich muss beide Knöpfe drücken. Aber nicht, es geht nicht immer, ist der Witz. Ja, jetzt hat's funktioniert. Hallo, Tod. Es funktioniert nicht, Mann. Ach so, jetzt. Ich muss Gas gedrückt halten und kann dann... Ja, ich kann Gas gedrückt halten und springe dann so. Das war gemein. Schieß doch! Egal, ich gewinne sowieso. Oh, Junge. Das war gut. Au. Schieß doch! So, jetzt. Finish! Destroyed, 4 von 4. Easy. So, das wär's dann mit dem Part gewesen. Ich werde jetzt noch die Items freispielen. Die restlichen. Watchin Blowout. Okay. Was auch immer das ist. Vielleicht habe ich mich auch verlesen. Und ich habe jetzt auch alle Power-Ups, das ist kein Fun Fact. Ja, zack. Power-Ups. Naja, das war's dann mit diesem Park, ja. Tschüss.